Anjo! Oh, Jinta, da bist du ja. Ja, Domi. Hä? Wieso seid ihr alle... Hey, was hast du heute gemacht? Was meinst du? Ich war bist heute Arbeit... Bist du sicher, dass du uns nicht angerufen hast? Hä? Euch angerufen? Ich wurde um etwa 5 Uhr von dir zu Hause angerufen. Es hat niemand etwas gesagt. Ein stummer Anruf? Erzähl mir nicht. Du denkst, es war Menma, die uns angerufen hat, oder? Menma? Aber weder ich und mein Vater waren um diese Zeit zu Hause. Also muss sie es gewesen sein. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist regelrecht besessen von Menma. Was? Hey! Yukietsu! Also, dann lass sie mich auch sehen. Sie ist doch hier, oder? Dann zeig sie mir gefälligst! Hör auf damit, Yukietsu! Bist du okay? Beruhig dich doch mal. Ja, reiß dich zusammen. Menma. Fängst du schon wieder mit dieser Scheiße an? Hör endlich auf damit! Du bist unglaublich, ja, Domi. Willst du immer noch so tun, als ob du einen Geist sehen könntest? Nein, sie ist wirklich... Bitte... Verzeiht mir. Wofür entschuldigst du dich denn? Ja, Domi! Ist Memma etwa gerade da? Nicht du auch noch! Es ist schon gut, Jin, dann. Hey, Men! Bitte. Bitte hör auf! Hör auf damit! Wir werden nie darüber hinwegkommen, was wir Menma angetan haben. Wenn du sagst, sie entschuldigt sich, ist das eine Lüge. Es kann nicht sein, dass sie uns jemals verzeiht! Yukietsu. Oh, das Tagebuch. Wie ist das? Es weht gar kein Wind. Hör auf damit. Ernsthaft. Aber wie ist es dann heruntergefallen? Was ist los, Popo? Das ist... Heute habe ich mit allen gespielt. In der Geheimbasis. Sie sind alle so groß geworden. Ihr dürft nicht streiten. Die Superfriedensgruppe sind Freunde für immer. Lass mich sehen! Das ist... Menmas Handschrift. Menma. Genau. Menma. Wieso? Hey, Jinta. War das wirklich gerade Menma? Ja. Ich tut mir, damit muss ich nun verlassen.